Ich habe meiner Tochter gerade ein Bild von Schloss Belvedere geschickt und habe aber nicht dazu geschrieben, was das für ein Schloss ist. Sie wusste zwar, dass wir in Weimar sind, und auf einmal schrieb sie zu mir zurück, aha, das Schloss Belvedere. Dann habe ich zurückgeschrieben, oh, ich kriege ja bald Angst. Und dann sagt sie, sie hat in Chongqing, also sie kann Chinesisch und hat in Chongqing, das ist die größte Stadt der Welt, in China chinesische Studenten in Deutsch unterrichtet. Und da Weimar Weltkulturstadt war, hat sie anhand eines Stadtplans mit denen Deutsch gelernt. Und da war unter anderem eine Frage, wie komme ich zu Schloss Belvedere? Und das fand ich so witzig eben. Und dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mal erzählen. Ich habe erst noch geschrieben, hast du gegoogelt? Ne? Und dann kam dann nein. In Chongqing, in meinem Deutschkurs, war das eben im Deutschunterricht, also Weimar, ein ganz großes Thema. Bitte schön.